Hallo Freunde und willkommen zum nächsten Wochenrückblick. Diesmal zu zweit. Floquinho habe ich mir geschnappt. Es ist, glaube ich, Raute 20 inzwischen. Seit 20 Wochen, Monaten. Seit 20 Wochen machen wir den ganzen Bums hier. Ja, fangen wir direkt an. Rainbow Six Flying Ace ist aus Ryzen offiziell raus. Wir wünschen dem Pre alles Gute. Ein sehr, sehr loyaler Mensch. Kuss auf die Nuss. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Wir sind da am Roster zusammenstellen. League of Legends hat 2-0 gewonnen gegen eSport Cologne in der Prime League Division 4. Damit sind wir, glaube ich, aktuell Tabellenführer. In CSGO haben wir 2-0 gegen Fragster gewonnen, in der Fragster Liga gegen Skimbarum gewonnen. So rum. Ja, ich habe ausgeholfen für wen habe ich nochmal gespielt? Für NIFPEX, genau, für die Orb. Und habe auch georbt. Mein erstes Orb Official. Es war ein Fest. Es war wirklich ein Fest. Und für Valorant haben wir Flocke. Was geht ab? Was geht in Valorant ab? Erzähl es mir. Bruder, was soll ich sagen? Ich habe meinen Mund vielleicht ein bisschen zu voll genommen vor der Season. Nee, ja. Ich meine, man hat ja mitbekommen, es wurden einige Changes vorgenommen. Es ist einfach vieles sehr, sehr unlucky auch gewesen. Ja, wir hatten viel Vorbereitungszeit, die halt schnell über den Haufen geworfen wurde, dadurch, dass uns jemand verlassen hat, der halt was Besseres, sage ich mal, bekommen hat. Und ja. Das hat uns irgendwie ein bisschen kalt erwischt. So den letzten passenden Deutschen zu finden, war nicht so einfach. Und ja, die Season ist gelaufen auf jeden Fall. Wir werden uns nicht mal für Unity mehr qualifizieren. Aber ja, die Luft ist auch einfach ein bisschen raus. So, und ja, wir werden jetzt einfach die Zeit nutzen. Wir haben jetzt ja, Anfang November. Wir werden wahrscheinlich jetzt bald schon anfangen zu trialen und zu gucken, was wir wie verbessern können. Und ja, einfach die Offseason gut nutzen. Und den anderen beim Unity-Turnier zuschauen. Ja, bist du bei dem Split-Finale? Ja, gell? Ja, auf jeden Fall. Also man kann mich gerne auf ein Bier einladen, Freunde. Da sage ich nicht Flocke nein. läuft da traurig rum. Ja, nee, also Split-Finale auf jeden Fall. Also ich werde, Freitag ist ja hier Project Queens. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, und dann mal schauen. Ich meine, irgendwie. Ich muss sagen, dadurch, dass es auch nicht um den Aufstieg geht, ist der Thrill irgendwie nicht so da. Vielleicht auch, weil ich selber nicht involviert bin. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich finde es jetzt irgendwie nicht gar nicht so spannend, wer jetzt den Split gewinnt, ehrlich gesagt. Irgendwie ein bisschen schade auch. Aber ja. Wird, glaube ich, trotzdem ein sehr, sehr cooles Event. Es kommen ja auch sehr, sehr viele Leute, habe ich schon gesehen. Ja. Ja. Gut, dann wissen wir Bescheid. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht wieder zusammen mit jemandem, vielleicht wieder alleine. Wir wissen es noch nicht. Bis dahin haltet die Ohren steif und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.